Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen 7-Day-7-Outfit-Video. Und wir starten heute mit einem Outfit, das ich angezogen habe, weil ich mit meiner Mama gleich zum Frühstücken in der Innenstadt verabredet bin. Deshalb habe ich hier auch schon mein Täschchen bereit. Das ist die Chanel Business Affinity. Und das restliche Outfit ist ein kompletter Armed Angels Look. Ich habe da nämlich, bin Teil quasi von der neuen Kampagne. Die fokussieren sich momentan wieder auf deren Detox Denim Reihe und ich habe ja diese Jeans seit letztem Spätsommer, ist es glaube ich, und liebe sie. Also erstens finde ich es total schön, eine Jeanshose zu haben, die in diesem Beige ist und nicht nur blau. Also ich trage ja auch so gerne helle Töne und die habe ich schon super viel getragen, liebe die halt immer in so Beige-Kombinationen. Und habe ja jetzt aber auch die neue blaue Jeans, die iColor. Die habe ich letzte Woche ganz viel getragen. Das 7-Day-7-Outfit-Video kann ich euch unten nochmal verlinken, wenn ihr da mal sehen wollt, wie ich die getragen habe. Wobei, vielleicht trage ich sie diese Woche ja auch wieder, wer weiß. Auf jeden Fall habe ich heute die Myra an. Und das Besondere bei Armed Angels ist ja grundsätzlich, dass sie sehr viel Wert darauf legen, nachhaltiger unterwegs zu sein als andere Labels. Und bei der Detox Denim geht es halt darum, dass sie die Jeanshosen herstellen und färben, ohne dass halt toxische Chemikalien eingesetzt werden. Und damit unterscheiden sie sich von ganz vielen anderen Herstellern. Und das ist natürlich auch entsprechend viel freundlicher zur Haut. Und mein besonderes Highlight bei den Jeanshosen, dann höre ich auch auf, über die Jeanshosen zu sprechen, ist, dass es die halt bei Armed Angels immer in verschiedenen Längen gibt. Es gibt, habe ich jetzt mittlerweile festgestellt, nicht jedes Modell immer in ganz vielen verschiedenen Längen. Ich hatte zum Beispiel auch eine, die mich interessiert hat, die gibt es aber nicht in der 34er Länge. Aber die meisten Jeanshosen und die Myra zum Beispiel auch, die gibt es in unterschiedlichen Längen und ich brauche sie extra lang. Und ich weiß, die eine oder andere von euch hatte das ja auch schon erzählt, dass sie eben eine besonders kurze Jeans immer braucht und da auch fündig wird. Von daher stöbert da gerne mal rum. Ich verlinke euch meine Jeans auf jeden Fall. Das T-Shirt ist auch von Armed Angels. Da bin ich so happy, dass ich das jetzt endlich habe. Das ist das gleiche Basic-T-Shirt, was ich im Rahmen von der vorletzten Kampagne schon in Schwarz ausgesucht habe, aus der Herrenabteilung. Und ich finde, das sitzt einfach absolut grandios. Habe es mir auch nochmal in Schwarz ausgesucht. Und und der Pullover ist auch von Armed Angels. Mal was ganz Extravagantes an der Stelle. Aber ich fand diese Kombi mit diesem Beige und dann diesem Zitronengelb so wunderbar frühlingshaft. Und das ist irgendwie gerade auch so von der Stimmung her genau das, was ich brauche. Und der ist aus Baumwolle, der ist relativ dick. Ich ziehe ihn gleich mal an, dann könnt ihr sehen, wie der aussieht. Aber das ist, finde ich, jetzt halt gerade, wo es ein bisschen wärmer wird. Es ist manchmal so, dass mir mein Wollpullover in Verbindung mit meinem Daunenmantel oder einem Wollmantel ein bisschen zu warm werden. Und weil natürlich alles aus Wolle ist, wärmt das alles extra gut. Und deshalb habe ich heute mich für den Look entschieden, dicker Baumwollpullover, weil Baumwolle wärmt nicht so stark wie Wolle. Aber dadurch, dass der so ein bisschen dicker ist, ist der natürlich schön auch wettergeeignet. Und darauf dann aber gleich mein Wollkaschmirmantel von Philippa K. zeige ich euch jetzt mal. Ich mag meine Pullover ja mal ganz gerne vorne so ein bisschen reingesteckt und dann umgeschlagen. Ansonsten hat er hier nämlich noch das Bündchen unten. Ihr könnt ihn auch komplett in die Hose stecken oder auch komplett rauslassen. Er hat einen wunderschönen Rundhalsausschnitt, eignet sich also auch super, um eine Kette noch drauf zu tragen. Ja, ich könnte meine Kette ja eigentlich auch noch. Meine Kette bin ich, glaube ich, auch gleich nochmal um. Und ja. Ich finde den richtig, richtig, richtig cool. Es gab den auch noch in Weiß und Blau. Der sah noch so ein bisschen mehr nach 90ern aus. Aber ich fand, beige trage ich so viel. Und dieses Gelb ist dann so ein ganz besonderer Tupfer irgendwie so im Kleiderschrank. Ja, und um das Outfit abzurunden, habe ich hier meine Sneaker von Veja an. Veja ist ja auch ein Label, was viel Wert auf Nachhaltigkeit legt. Und dann noch abgerundet gleich mit meinem Mantel. Und das wäre dann der fertige Look mit meinem schönen Mantel von Philippa K. Und dann poppt das Gelbe immer so ein bisschen raus. Und hier ist noch meine Kette mit dem schönen Anhänger. Die wird Mama, glaube ich, auch gleich ganz toll finden, wenn ich die trage. Wir sind heute mit meinem Onkel und meiner Tante zum Mittagessen verabredet. Und dafür habe ich mich jetzt gerade einmal angezogen. Bisher haben wir so ein bisschen zu Hause gekuschelt quasi. Heute habe ich wieder drin die großen Hoops von Monika Winneter mit dem schönen Onyx, den Schal und den Mantel von Totem und den Spiegel muss ich mal wieder putzen. Dann die kleine Microbag, ich wollte heute nichts Großes dabei haben, ein paar Blumen, ein paar wunderschöne Lilien für meine Tante
Und oben drunter habe ich einfach nur einen dünnen schwarzen Pullover. Ich kann ihn gerade nicht zeigen, von COS. Und hier die Armed Angels Jeans. Und die Chelsea Boots sind von Bullboxer oder Sascha. Steht es drunter? Sieht, glaube ich, nach Bullboxer aus. Auf jeden Fall sind die älter, waren mal aus der Herrenabteilung und sind ein super Chelsea Boot, falls ihr auf der Suche nach einem seid. Ich verlinke euch die Marke unten auf jeden Fall nochmal. Heute mal wieder ein bisschen Black, White and Grey. Ich trage hier einmal meinen Lily Silk Pullover aus Merino-Wolle, glaube ich. Also ein schöner, weicher Pullover, der ein bisschen wärmt, aber auch nicht zu dick ist, weil ich merke, dass die dicken Pullover momentan, wenn ich unterwegs bin und noch einen Mantel drüber habe, doch ein bisschen viel sind. Darunter Lily Silk BH, dann meine Hose wieder von Arket auf den Bullboxer Chelsea Boots. Dann habe ich halt meine Coach-Tasche dabei. Und dann mein Schal von Totem und den Mantel auch von Totem mit dem schönen Muster. Das guckt hier schön durch. Und dann der Double-Breasted Mantel. Und dann wollen wir mal raus in den Sturm. Heutiges Outfit auf Najee ist mal wieder ein komplett schwarzer Look, bestehend aus meiner Lieblingshose, meiner bei den König Boy. Die ist ja mittlerweile auch im Archiv-Sale bei den König auf der Homepage, allerdings nur noch in zwei Größen verfügbar. In Beige gibt es die allerdings auch noch und da gibt es sie auch noch, ich meine in allen Größen oder zumindest in allen Größen bis auf eine ansonsten. Verlinke ich euch unten auf jeden Fall auch nochmal. Dazu trage ich meine Birkenstock Boston, meine Homeoffice-Schuhe und ein paar neue Armed Angels Socken. Ich hatte mir jetzt im Rahmen der Kampagne nochmal ein paar von den Socken ausgesucht, weil ich sagen muss, die sind richtig, 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 richtig toll. Also ich hätte nicht gedacht, dass man so begeistert von Socken sein kann, aber ich habe ja die weißen von Gymshark und die sind am Schaft, am Bein sitzen die so ein bisschen eng an und auch vom Material her ist es nicht so richtig kratzig. Aber die hier sind halt einfach so richtig schön weich. Die haben eine richtig schöne Höhe, dass sie hochgehen. Dass auch, wenn man quasi mal sitzt und die Beine überkreuzt, nicht gleich das nackte Bein rausguckt. Weil das finde ich immer ein bisschen unschön. Ich finde, man muss dann darf nur Socke sehen. Oder aber man muss Füßlinge tragen und sieht dann im Zweifel entweder gar nichts vom Füßling oder so einen kleinen Streifen nur und dann das Bein. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen eigen. Ja, und ansonsten trage ich obenrum heute für ein bisschen Kuschelfaktor und damit es warm genug ist, meinen dicken Wollpullover von Totem. Darunter wieder ein T-Shirt von Armed Angels. Das schwarze trage ich heute. Drunter absolutes Lieblings-Basic. Und abgerundet wird das Ganze dann mit ein bisschen Ohrschmuck mit meinen großen Tiger-Hoops, wie ich sie sehr gerne nenne. Irgendwie erinnern die mich sehr an den, einerseits an den Edelstein-Tiger-Auge, aber ja auch so der Vibe, irgendwie ist der so, irgendwie ist der wie so ein Tiger, finde ich. Ja, und ansonsten habe ich mich schmucktechnisch zurückgehalten. Auch kein Gürtel heute drauf, weil der das Outfit sonst nochmal so in zwei Teile brechen würde und ich wollte einfach einen durchgängig schwarzen Look haben und dann den Fokus heute auf den Ohren haben. Zur Abwechslung heute nochmal wieder einen schwarzen Look. Ich bin heute im Büro und trage dafür meinen Pullover von And Other Stories. Der ist leider schon uralt, aber immer noch top in Schuss. Darunter ein schwarzes T-Shirt von Armed Angels und ein Lily Silk BH. Meine Hose von Arket, die trage ich momentan irgendwie unwahrscheinlich viel. Habe ich heute Morgen nochmal so nachgedacht. Dann die Tasche von Coach. Da habe ich mich für weiße Sneaker entschieden von Wea, weil die hier diesen High-Rise haben und somit so ein bisschen wärmer sind, ein bisschen höher hochgehen. Und schmucktechnisch wegen dem hohen Kragen keine Kette, aber dafür die großen Ohrringe. Und weil ich glaube, dass es immer noch sehr wehen kann, habe ich mir die Haare erstmal hoch und zurück gemacht. Mal gucken, wie es dann nachher draußen aussieht. Und dann jetzt noch mit Mantel und Schal. Das ist der Zara-Mantel. Kennt ihr das, dass ihr euren richtig teuren Mantel nicht irgendwo ins Büro hängen wollt, wo er unbeaufsichtigt hängt? Ja, und dafür dann aber der Schal natürlich von Totem. Den Teil, der war echt ein guter Kauf. Den trage ich jetzt momentan jedes Mal. Gefällt mir richtig gut. Noch besser würde es mir gefallen, wenn das so ein langgezogener Schal gewesen wäre und nicht ein quadratischer, weil so muss ich den immer so ein bisschen wickeln, das ist ein bisschen dick dann hier oben, aber dieses Muster ist einfach
Richtig toll. Gerade halt auch so jetzt, man sieht halt nicht, dass er von Totem ist. Ne? Man sieht ja nur einen Teil vom Muster. Aber ich weiß ja, wie der Schal ganz aussieht. Und das ist einfach richtig, richtig toll. Im heutigen Outfit of the Day habe ich mal wieder auf Beige und Cameltöne gesetzt. Angefangen mit meiner Hose von COS mit der doppelten Bundfalte. Und dieses Jahr will ich auf jeden Fall nochmal gucken, dass ich nochmal eine andere Hose in einer anderen Farbe mir von COS hole, weil ich den Schnitt einfach super schön finde mit dem weiten, langen Bein. Darauf trage ich meine Birkenstock Boston, die Gymshark Socken, von denen ich sprach, die halt richtig schön hochgehen, aber vom Material, ja, gerade wenn man sie länger trägt, nicht ganz so angenehm sind. Dann habe ich obenrum diesen wunderschönen Burberry Cardigan, den ich unendlich liebe und auch gerne mit Schwarz trage oder mit meiner bei den König Boy. Hatte ich heute Morgen auch überlegt, eigentlich trage ich den Cardigan gerne mit der Boy. Und heute habe ich aber gedacht, nee, bisschen was Lautstärkeres mit der Crosshose. Dann darauf mein goldener Kelly-Gürtel. Und dann habe ich heute die beiden Ketten von Monica Winner um, die so ein bisschen rausblitzen mit dem Anhänger hier. Quasi einfach nur so für mich. Kleiner Ohrschmuck mit Earcuff. Und dann war das auch schon mein Look. Und noch eine Ergänzung, weil mir doch in dem Outfit ein bisschen frisch geworden ist. Da nutze ich dann gerne gerade mit so Beige-Tönen als Überwurf meinen schönen Burberry Poncho. Der passt farblich hervorragend dazu. Den kann ich überwerfen und der wärmt richtig schön. Und da sind wir dann auch schon beim letzten Outfit für diese Woche angekommen. Und wie ihr sehen könnt, liegt hier einfach random wieder Schnee. Ich wusste gar nicht, dass Schnee angesagt hat. Und Kevin sagte aber gerade, als er losgefahren ist, nimm unbedingt einen Schirm mit. Es ist richtig doll am Regnen. Also wie passt das denn jetzt zusammen? Das ist ja absolutes Chaos. Und da ist noch Licht an. Da muss ich gleich nochmal Licht ausmachen. Aber zum Outfit heute. Das ist mein Büro-Outfit-Travel-Outfit. Denn ich werde das Wochenende auf einer Babyparty in Kopenhagen verbringen. Das wird eine Überraschungsparty und ich bin schon so gespannt auf das Gesicht meiner Freundin. Und mehr dazu dann im nächsten Vlog. Outfit auf jeden Fall jetzt für heute erstmal ist meine Beilen König Boy. Ich habe gedacht, die ist einerseits sehr schick. Die trage ich auch das ganze Wochenende. Ich habe keine zweite Hose mit dabei, weil ich mir das möglichst einfach machen wollte, möglichst wenig Gepäck, weil ich mir da wieder ein Backpack mit dabei habe und der ist schon voll genug. Deshalb die Boy, die passt zu allem. Dann darauf die Kopenhagen Studio Boots, weil wenn wir nach Kopenhagen fahren, dann kann ich auch die Kopenhagen Studio Boots perfekt anziehen. Dann habe ich obenrum so ein dünnes Longsleeve an von Heilgruppe. Ich glaube, den Kragen mache ich gleich nochmal wieder hoch. Trage darauf meine Kette von Monica Winner mit dem Anhänger. Da habe ich jetzt auch ein kleines Foto von Kevin und mir drin, das habe ich gestern extra noch gedruckt, damit ich ihn fürs Wochenende mitnehme. Dann klein Earstack, mit dem ich nämlich dann in dem Hostel, ich bin in so einem 6-Bett-Frauenschlafsaal, dass ich da nichts rausmachen muss. Generell habe ich zum Beispiel auch meinen Gucci-Armreif, den Kevin und ich beide haben, habe ich hier gelassen, weil ich den beim Duschen zum Beispiel abmachen würde und ich möchte einfach nicht, dass der da irgendwie wegkommt. Genauso wie mein Spinelli-Kilkelin-Ring und mein Cartier-Ring. Alles, was mehrere tausend Euro kostet, muss ich da nicht unbedingt in ein Schließfach packen. Abgerundet das Ganze dann mit einem Vintage-Blazer, den ich von meiner Oma quasi behalten habe und meine Coach-Tasche. Darauf kommt gleich noch ein Mantel und ein dicker Schal. Allerdings nicht mein Totem-Schal, sondern ein anderer Schal, weil ich morgen ein beiges Outfit habe und deshalb wollte ich einen rein schwarzen Schal haben. Also vielleicht ein Argument dafür, dass irgendwann doch der Ball den Königsschal in schwarz bei mir einziehen wird. Mal gucken. Und genau, und dann mein Zara-Mantel und dann mein Backpack und dann bin ich good to go. So, ich hoffe, die Outfits diese Woche haben euch gefallen. Ich verlinke euch nochmal den Rabattcode von Armed Angels unten zur aktuellen Detox-Denim-Reihe. Der Rabattcode zählt aber nicht nur auf die Jeanshosen, sondern auch auf alles andere. Von daher stöbert da gerne nochmal und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntagabend, ihr Lieben, und macht's gut, bis bald. Ciao!